Okay, damit begrüße ich alle nochmal recht herzlich zu unserem offenen Vortrag. Das Thema lautet, jedes Mal Schwächen schaffen und dann hinterher auch ausnutzen. Dazu ist es immer wieder wichtig, auch zu erkennen, wo hat man seine eigenen Stärken, damit man dann auf dieser Basis auch schauen kann, wie kann man diese einsetzen, wie kann man die gegnerischen Schwächen ausnutzen, wenn sie existieren. Und da habe ich drei hoffentlich relativ eindeutige Beispiele herausgesucht, die wir nach und nach dann bearbeiten werden. Das ist die erste Stellung. Könnte aus der englischen Partie stammen, kann auch aus anderen Eröffnungen heraus resultieren. Hier kann man schon mal erkennen, dass der Läufer ein wenig eingemauert steht. Also ja, Schwarz ist am Zug vorab. Mit A5, A4 hat sich Schwarz ein wenig Raumvorteil geschafft am Damenflügel. Einerseits, andererseits ist auch etwaiges Turm E1 immer wieder unterbunden, da Läufer A5 dann auch möglich wäre. Das heißt, Weiß kann durch diese kleine prophylaktische Maßnahme, die Schwarz schon einige Züge vorab gewählt hatte, auch nicht ganz so leicht im Zentrum ankämpfen. Das ist auch meistens ein wichtiger Punkt, um hinterher auch woanders angreifen zu können, dass man hinreichend Kontrolle im Zentrum hat. Hinreichend Kontrolle hat Schwarz auch deshalb, weil er schlicht einen Bauern mehr besitzt im Zentrum, der auch ein bisschen weiter vorne steht, im Gegensatz zu dem Kollegen auf D3. Das soweit zu der kleinen Einleitung. Jetzt sollte man natürlich auch prüfen, wo man überhaupt sein Spiel suchen kann. Und dies geschieht in der Regel dort, wo der Gegner auch schwächer ist, beziehungsweise wo er weniger Figuren konzentriert hat. Im Moment sehen auch die Türme von Weiß momentan nicht so aktiv aus. Das heißt, es ist gar nicht klar, wo Weiß tatsächlich sein Gegenspiel bekommen möchte. Vermutlich irgendwann in irgendeiner Form am Damenflügel. Speziell zeige ich B4, C5, damit der Läufer irgendwann vielleicht doch noch zum Leben erweckt wird. Denn im Moment kann Weiß nicht allzu viel anrichten. Soweit zu den Aussichten von Weiß. Eventuell könnte auch mal versuchen, das Feld F5 zu kämpfen, solange der Bauer auf G4 bleibt. Und Schwarz hingegen hat bereits auf der F-Linie eine halboffene Linie. Das heißt, in Verbindung mit dem Läufer sind das schon mal erste Signale dafür, dass Schwarz tatsächlich am Königsflügel angreifen wird. Damit er dort wirklich Zugriff bekommt, ist meistens die klassische Methode, Linien zu öffnen. Da muss man nur noch prüfen, wie man dabei genau herangeht. Denn wenn man zum Beispiel direkt H5 spielt, sollte man zumindest immer damit rechnen, dass Weiß auch versuchen kann, Gegenspiel zu bekommen. Das ist jetzt noch nicht ganz so dramatisch, aber zumindest gibt es diese Aussicht. Deshalb wollte Schwarz, bevor er direkt mit H5 startet, die Stellung noch ein wenig weiter verbessern. Und dazu mussten die Figuren noch mal ein bisschen umgruppiert werden. Nicht groß, aber ein bisschen. Und der weitere Grund, weshalb man auf der H-Linie gerne angreifen will, da euch aus der H-Bau von Weiß fehlt, ist hier schon mal eine halboffene Linie und die will man meistens dann auch weiter öffnen, um so noch einen größeren Zugriff zu bekommen. Und der weitere Effekt, wenn wir zu H5 kommen, ist, dass Weiß auch nicht mehr die Option mit Springer F5 besitzt. Und da hat Schwarz jetzt, bevor er H5 zog, nochmal die Stellung ein wenig verbessert. Verbessert in dem Sinne, dass er schon mal ein paar Figuren in die Richtung der H-Linie hinübergebracht hat, mittels Dame E6. Droht auch relativ simpel Läufer E3, nebst Dame schlägt G4. Das bedeutet, es gewinnt auch noch erstmal ein Tempo. Deshalb hat Weiß Dame E2 gespielt, um den Bauern zu decken. Und anschließend kam dann, nachdem die Dame etwas besser gestellt wurde, Heinrich 5. Es ging nun weiter mit G schlägt H5 und Dame H6. So langsam sieht man, dass jetzt auch der Springer relativ schnell ins Spiel kommen kann und in Verbindung mit dem Läufer
können auch dort größere Drohungen entstehen. Das heißt, für Weiß wäre es auch vorab nicht so leicht gewesen, H5 mit F3 zu begegnen, einfach weil die Diagonale sofort sich öffnet. Und weiterhin würde auch der Bauer auf G4 verloren gehen. Deshalb hat sich Weiß entschieden, nach Dame E2, Bauer H5 den Bauern mitzunehmen. Dame H6. Nun versucht Weiß doch noch sein Gegenspiel mit B4, C5 zu bekommen. Aber auch das kann man relativ leicht abwehren. Die Grundidee ist natürlich, dass nach C5 der Bauer E5 wackelt, also deckt man den vorab. Das prophylaktische Denken werden wir auch insbesondere im dritten Beispiel nochmal benötigen. Das ist jetzt mehr ein relativ einfaches und hoffentlich recht eindeutiges Beispiel dafür, wie man auf Schwächen kommen kann. Hier kam Läufer D4, Turm A E1 und anschließend Springer schlägt H5. Wie angedeutet, möchte Schwarz möglichst die Diagonale A7, D1 öffnen, um so auch einen Zugang zum König zu bekommen. Und ergänzend stehen solche Ideen auch noch im Raume. Daher musste sich Weiß jetzt Gedanken machen, wie er sich verteidigen will. Und damit Schwarz nicht alle Zeit der Welt bekommt, musste Weiß zumindest eine gewisse Scheinaktivität zeigen, indem er Dame G4 spielt. Und damit auch immer wieder Springer F5 androht. Oder zumindest sollte man darüber nachdenken. Ob das immer droht, ist noch eine andere Geschichte, denn wenn wir jetzt mal nichts machen, wird Springer F5 auch manchmal taktische Probleme bekommen. Oder wird zumindest taktisch gekontert mit Turm schlägt F5. Denn der F-Bauer ist ja gefesselt, das heißt, die Dame wird von G3 abgelenkt, sodass Springer schlägt G3 umgehend die Partie gewinnt. Dank der beiden Leichtfiguren. Beziehungsweise ist es ein etwas größerer Materialvorteil, der meistens zum Sieg ausreicht. Da der Turm auf F1 auch noch hängt. Das heißt, Springer F5 ist wie gesagt mehr eine Scheindrohung, aber zumindest sollte man immer wieder solche Ideen im Blick behalten. Nichtsdestotrotz sollte man jetzt überlegen, wie der Angriff fortgesetzt werden sollte. Und da gebe ich Ihnen jetzt schon mal die ersten 1, 2 Minuten selber nachzudenken. Und danach gehe ich auf die Lösung ein. Und klar, Ihre Lösungsansätze können Sie noch jederzeit auch im Chat dann auch nennen, sodass ich dann auch auf Ihre Gedankengänge zum Teil eingehen kann. Was hier tatsächlich wichtig ist, ist, dass das gegnerische Gegenspiel erneut zu reduzieren, das heißt erneut zu prüfen. Was könnte Weiß neben der Scheindrohung Springer F5 noch vorhaben? Und da ist es recht offensichtlich, dass auch der eigene König manchmal ein bisschen anfällig werden kann. Zum Beispiel, wenn man versucht, Turm F7 zu spielen. Ich frage mich gerade, warum ich den Turm nicht eingeben kann. Achso, weil ich A3 eingegeben hatte. Also bei Turm F7 kann dann auch Läufer H4 durchaus eine Möglichkeit darstellen. Deshalb ist es immer wieder wichtig, auch im Angriff sowohl an die eigene Königssicherheit zu denken, aber auch die gegnerischen Absichten zu erkennen und zu wahren. Daher ist es tatsächlich notwendig, den scheinbar schlecht stehenden Läufer einfach abzutauschen.
damit so der Gegner weniger Gegenspiel bekommt. Springer schlägt G3. Dame schlägt G3. Und nun kam einfach Turm F4. Plant Turm H4. Mit einer recht simplen Mattdrohung. Deshalb war es jetzt erstmal mit Springer G4 abgeblockt. F3 sieht nach wie vor nicht so attraktiv aus, und dann käme der Springer auch in die Fesselung. Man müsste dann auch immer wieder mit solchen Ideen rechnen, nicht sofort, aber perspektivisch. Deshalb hat Weiß davon eher Abstand genommen und Springer G4 gewählt. Springer G4, Dame H5 kam dann. Und nun ging der Springer nach Heinrich 2 zurück. Und da Weiß jetzt relativ passiv steht, hat Schwarz jetzt erstmal in Ruhe den Druck verstärkt. Und Turm H4 alleine reicht noch nicht ganz aus. Der Springer blockte erstmal vieles ab, deshalb kam Turm A F8. Und nun hat sich Weiß entschieden, dass er versucht, wiederum etwas aktiver dagegen anzukämpfen. Und das geschah mit Springer F3. Und in solchen Situationen kann man durchaus dann auch überlegen, ob es sich auch mal lohnt, die Qualität zu opfern. Hier in dem Fall ist es relativ naheliegend, weil man mindestens einen Bauern gewinnt. Aber auch ansonsten macht das auch oft Sinn zu prüfen, ob hinterher der Läufer aktiver wird, also die Leichtfigur, oder ob einer der bestehenden Türme noch in irgendeiner Form eine offene Linie bekommen oder Einsatzmöglichkeiten haben. Und hier in dem Fall ist es, wie gesagt, sehr eindeutig, dass die Türme kaum noch Perspektiven haben. Daher kann man dort gerne mal die Qualität opfern. Nimmt, nimmt. Turm schlägt F3. Dame G2. Und jetzt kam einfach D5. D5, damit auch erneut das weiße Gegenspiel, das Weiß wahrscheinlich vorhatte, erstmal herausgenommen wird. Der Nachteil darin ist natürlich, dass die C-Linie sich öffnet, allerdings kann dann nur der Turm alleine angreifen. Der Turm alleine hat keine allzu große Wirkung. Dennoch, eine Variante kann man sich dort mal anschauen, CDCD. Und dann Turm C1. Der kam zwar nicht, aber der ist dennoch interessant. Denn zumindest könnte Weiß ja scheinbar irgendwelche Absichten besitzen über C8, C7. Nun können Sie nochmal überlegen, wie kann der Nachziehende den Angriff zum Schluss führen? Wie gibt es ja eine Möglichkeit, die Partie rasch zu gewinnen? Oder zumindest eine Gewinnstellung zu bekommen, eine materielle Gewinnstellung. Auch dieses Mal ist ein bisschen prophylaktisches Denken dafür notwendig, und auch wieder zu prüfen, wo sind eigentlich die Schwächen des Gegners, was sind die eigenen Ziele. Jetzt gebe ich Ihnen noch mal eine Minute, das ist auch die letzte für das erste Beispiel. So, da haben wir schon einen Vorschlag, das heißt, ich breche die Zeit ab. Es geht nämlich darum, dass bei Weiß die G-Linie halb offen ist und vor allem König und Dame befinden sich auf einer Linie. Und dadurch sollten da auch für den Weißen Alarmglocken läuten. Das heißt, wenn der Turm jemals irgendwie nach G4 kommt, ist es sofort vorbei. Und das einzige Gegenspiel, das Weiß im Moment gegen Turm F4, G4 hat, ist der Einschlag auf D5. Das heißt, man sollte erstmal die Diagonale ablocken.
Und anschließend kann man dann mit Turm F4, Turm G4 die Dame gewinnen. Und damit ist dann auch die Partie mehr oder weniger entschieden. Und das verletzt sich der Grund, weshalb der Weiße in der Partie zu einer drastischen Maßnahme griff. Er hat nämlich die Qualität direkt zurückgegeben, mittels Turm E3. Hier gibt es jetzt verschiedene Ansätze, die Partie zu gewinnen. Schwarz fehlte hier schlicht das Damenendspiel. Das zeige ich nur ganz kurz, weil das nicht das Hauptthema für heute ist. Da fehlt nur ein kleines Prinzip. Nach Turm F1, Dame F1, Dame G2. Für einige ist das bekannt, für andere ist das noch ein kleines Buch mit 7 Siegeln. Im Damenendspiel ist vor allem die Königssicherheit immer das A und das U. Und deshalb ist ein sehr typisches Manöver, dass man den eigenen König auch mit ins Spiel bringt. Das heißt, der eine König muss auch aktiviert werden. Und so geschah dann hier auch erstmal König G7, Dame C1, Dame E2. Denn auf der eigenen Hälfte wäre der König unter Beschuss und im gegnerischen Lager fühlt er sich einfach pudelwohl, weil er dort einen gewissen Schutz bekommt durch die verschiedenen Bauern. Das heißt, der Rest ging jetzt, den mache ich nur ganz kurz, Dame E2. König G3, König G6, was halt immer noch kein Schachgebot, Dame C5 und jetzt klassisch kam direkt König H5, damit der König immer näher rankommt. Dame schlägt D5, Dame schlägt E3 Schach, König G2, König H4 und nach König F1, G4 wollte sich Weiß den weiteren Rest nicht mehr zeigen. Und gab dann hier auf. Kann man sich theoretisch noch weiter anschauen, aber da Damenspiele heute nicht das Hauptthema sind, würde ich mit der Bemerkung, dass man den eigenen König meistens zum gegnerischen Lager bringt, belassen. Das als eines der Grundthemen. Es gäbe noch andere Motive, aber das soll als kleine Anmerkung ausreichen. Um das Beispiel zusammenzufassen, gehe ich nochmal kurz zum Anfang zurück. Das heißt, jetzt Schwarz, um zu prüfen, wo es Gegenspiel gibt, einfach geguckt, wo der Gegner schwächer ist. Und in dem Fall gab es einmal die halboffene H-Linie. Und zum anderen hat man mit der prophylaktischen Maßnahme A5, A4 jegliche oder größere Ambitionen, über das Zentrum aktiv zu werden, irgendwie in der Form unterbunden. Und da dann die weißen Figuren nicht so sehr am Königsflügel standen, hat sich Schwarz dann dessen bedient und mittels H5 in Bälde eine offene Linie geschaffen, was wie gesagt der klassische Weg darstellt. Okay, dann geht es jetzt mit dem nächsten Beispiel weiter. Da es auch nicht so viele Fragen gab bisher, machen wir dann weiter. Das ist die nächste Stellung aus der sizilianischen Verteidigung. Es müsste die Neidorf-Variante gewesen sein, vor ewigen Zügen. Was hier sehr offensichtlich ist, also erneute Schwarz am Zug. Schwarz besitzt zwei Freibauern, die aber gut blockiert werden können, beziehungsweise auch mal mit Springer D2, Springer D4. Und hier wäre für Weiß auch gerne mal, neben dem Plan am Königsflügel anzugreifen, auch eine Idee, irgendwann mal mit C4 gegebenenfalls den eigenen D-Bauern zu mobilisieren, der auch einen Freibauer darstellt. Eine weitere klassische Idee für den Anziehenden wäre auch, die Blockadefigur zu bekämpfen. Deshalb ist es hier umso wichtiger, dass Schwarz umgehend mit Ideen spielt und sofort prüft, wo kann er überhaupt Chancen bekommen, wo kann man überhaupt angreifen und wo kann der Gegner vielleicht auch Schwächen bekommen. Und gerade bei heterogenen Rochaden, das heißt, wenn der weiße König am Damenflügel steht, der schwarze am Königsflügel oder umgekehrt, sind natürlich auch Flügelangriffe sehr klassisch. Nur sofort A5, A4 verbietet sich auch, weil der Bauer auf B5 noch hängt. Deshalb kann man auch überlegen, ob man
immer mal B4 spielt. Ich gebe schon mal den ersten Vorschlag. Da wurde jetzt E4 genannt. Bei E4 muss man auch immer wieder aufpassen, dass nicht die eigene Diagonale ein bisschen schwächer wird. Auch wenn der Gegner bei Bedarf einen Zugang bekommt. Der klassische Gedanke hinter E4 wäre, dass man versucht, irgendwann mal den Läufer nach E5 zu stellen. Nur dafür scheinen die Figuren jetzt aktuell noch nicht optimal zu stehen. Die andere Idee hinter E4 ist, das Feld auch für den Sprung F8 zu räumen, der momentan nicht ganz so viel macht. Das heißt, irgendwann mal Sprung D7, Sprung E5. Aber auch hier wird deutlich, dass wenn Schwarz den Springer in Bewegung bringt, er die Kontrolle über E6 aufgibt. Und das bedeutet wiederum, dass Springer D4, Springer E6 durchaus auch eine Idee werden kann. Daher sollte man E4 noch mit Vorsicht genießen. Aber grundsätzlich, das Motiv kann man sich im Hinterkopf aufbewahren. Und wenn es Fragen gibt, können Sie die gerne einfach in den Chat nennen. Da ich eine Hand gerade sehe. Ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst. Aber da können Sie gerne dann Ihre Fragen im Chat nennen. So, wiederum bleibt noch die Frage offen, wo man angreifen kann. Also einerseits sollte man immer dort angreifen, wo man seine eigenen Stärken hat. Die Freibauern sind zwar blockiert, aber dennoch, da die beweglich werden können, perspektivisch, können die auch zu den eigenen Stärken. Und die anderen Stärken wiederum, beziehungsweise die andere Quelle an Gegenspielen, wird langfristig der gegnerische König werden. Aber dafür müssen die eigenen Figuren erstmal optimiert werden, bevor man am Damenflügel tatsächlich die Bauern loslaufen lassen kann. Und deshalb hat Schwarz wiederum einen klassischen Weg gewählt. Den Analogen dazu hatte ich vorhin genannt für Weiß. Weiß möchte mit Läufer C5 bei Bedarf mal den abtauschen, damit der D-Bauer beweglich werden kann. Und ähnlich geht Schwarz auch vor. In die Richtung geht auch der Vorschlag, der jetzt gerade genannt wurde. Er hat nur, bevor Läufer C8 kam, um so einerseits Läufer G4 zu haben, andererseits auch den anderen Blockadeur vielleicht mal abzutauschen. In diesem Sinne hat Schwarz zunächst mit Dame F7 den Bauern D5 bedroht, damit sich Weiß auch Gedanken machen muss, was macht er mit ihm? Damit die weißen Figuren erstmal gebunden sind. Und anschließend wollte er immer wieder diese Idee mit Läufer C8 haben, um die Blockadefiguren möglichst loszuwerden, möglichst zu bekämpfen. Das heißt, erstmal kam Dame F7, um auch hier wieder ein Tempo zu gewinnen, analog zum ersten Beispiel. Da kam jetzt Läufer E4, deckt den Bauern. Und nun ging es mit Läufer C8 wie besprochen weiter. Das ist auch der Zug, der im Chat vorgeschlagen wurde. Da Weiß jetzt auch immer wieder mit der simplen taktischen Drohung rechnen muss, hat er sich jetzt entschieden, das einfach zuzulassen. Denn wenn Schwarz den spielen sollte, bekommt Weiß eine offene H-Linie und kann dort bei Bedarf auch einige Drohungen aufstellen. Und ohne den Läufer kann auch viel mehr der Anziehende über die weißen Felder herfallen. Das heißt, das Qualitätsopfer ist im Sinne von Schwächen schaffen durchaus auch eine wichtige Waffe. Kommt eventuell später nochmal vor, wer weiß. Deshalb sollte Schwarz davon zumindest vorerst noch Abstand nehmen. Aber dafür ist jetzt der Zeitpunkt reif, am Damenflügel anzugreifen, denn der Läufer hat nicht mal sein Druckspiel auf B5. Daher, weil er die Kontrolle über die Diagonale aufgegeben hat, geht es jetzt mit Bauer A5 los. Es hat auch eine Mini-Prophylaxe mit an sich, denn wenn wir gleich B4 spielen,
muss man zumindest perspektivisch auch immer wieder über Sprung A5 nachdenken. Ob der jetzt so stark ist, auch eine andere Geschichte, aber diese Ideen gäbe es auf jeden Fall. Und das zeigt auch schon ein bisschen, dass insbesondere die weißen Felder wichtig wären in dem Beispiel. Wie man darauf auch kommen kann, speziell durch die Struktur mit E5, F4, hat sich Schwarz eher schwarzfelderig hingestellt oder schon mal eine schwarzfelderige Dominanz bekommen, eine gewisse Kontrolle. Und das bedeutet, dass im Umkehrschluss auf der anderen Seite die weißen Felder wichtig wären, denn der Läufer kann ohnehin nicht anderweitig aktiv werden. Da wird das Feld auch C4 soweit eher ein wichtigeres Feld für Schwarz werden. Daher ging es jetzt erstmal mit A5 weiter und den B-Bauern hat Schwarz möglichst stehen gelassen, beziehungsweise sonst auch meistens geschützt. Bauer A5. Da Weiß jetzt nicht so leicht am Königsflügel durchbrechen kann, das war immer wieder ein Problem jetzt in dem Beispiel für Weiß, wollte jetzt langfristig den C-Bauern in Bewegung setzen. Man kann ja gerne auch hinterher auch noch andere Pläne sich mal anschauen. Das können Sie dann auch im Anschluss an den Vortrag auch gerne mal selbstständig ansehen. Da hätte ich sonst auch noch ein paar Anmerkungen, falls Sie die haben wollen, bin ich bereit, die auch per E-Mail zuzuschicken. Dame E2. Und Schwarz bleibt jetzt seiner Linie treu. Er lässt den Bauern auf B5 stehen. Er zieht ihn nicht nach vorne, sondern er versucht jetzt erstmal mit A4 den Springer zu vertreiben. Den will er, wie gesagt, behalten. Und mit A3 kämpft er jetzt um die schwarzen Felder. Und das, wie gesagt, daher, weil er mit E5, F4 bereits angedeutet hat, er möchte über die schwarzen Felder eine gewisse Dominanz bekommen. Bauer A3, Bauer B3. Ist soweit normal. Weiß möchte natürlich keine Linie öffnen. Und weil der Bauer jetzt hängt und Weiß ihn gerne möchte, weil danach der C-Bauer auch beweglich wäre, sollte man ihn erstmal decken. Und nach wie vor gilt auch jetzt, immer wieder, wenn Läufer G4 kommt, kann Weiß ihn gerne per Qualitätsopfer rausopfern. Denn dann hätte Weiß die Dominanz über die weißen Felder. Und hat auch die H-Linie zum Angreifen übrig. Deshalb möchte Schwarz dem Weißen natürlich keine Angriffsressourcen schenken. Turm Bertha-8 kam daher. Und nun hat sich Weiß auf seine Idee konzentriert mit Turm C1. Ich fand es trotzdem auch noch spannend, was passieren könnte, wenn er das nicht täte. Und da wäre eine Idee, gegebenenfalls den Springer mal nach E4 umzugruppieren. Als kleinen Gedanken. Und das würde dann mit Läufer D3 geschehen, dass man einfach Läufer D3 spielt. Sie sagt, wenn der D-Bauer fällt, okay, dann fällt, dann hat man die offene D-Linie. Immerhin ist dort der Läufer auf D6 noch relativ schlecht geschützt. Im Moment gar nicht. Das heißt, das wäre nicht ganz so dramatisch für Weiß. Und wenn der Springer nach F6 kommt, könnte es durchaus übel werden. Und daher muss Schwarz hier sehr streng agieren und den Springer definitiv bekämpfen, wenn es dazu kommen sollte. Und nach Springer E4 ist dann auch augenblicklich der Abtausch notwendig. Also der Abtausch des scheinbar guten Läufers. Denn bedingt durch die Bauern ist der weißfeldrige Läufer der gute Läufer. Aber in dem Fall muss der Springer abgetauscht werden, denn hiernach hat Weiß insgesamt gesehen relativ wenig Optionen. Denn am Königsflügel kann er nicht durchbrechen und C4 ist auch nicht so leicht durchzusetzen, da dann auch der Nachziehende dort angreifen kann. Da könnte noch eine Beispielidee sein. Damit Sie da schon mal einen kleinen Eindruck bekommen, was Sie noch analysieren können, wenn Sie Interesse haben, Turm EC8 und C4 endgültig zu verhindern. Dame F3, Bertha 4 in dem Sinne. Und anschließend kann der Springer auch
relativ schnell überführt werden. Was hier wiederum noch eine andere interessante Frage ist, wie Schwarz letztlich die weiße Festung knacken wird. Aber das können Sie dann gerne daheim nochmal selber probieren. Jetzt gehe ich erstmal zurück zur Hauptpartie. Dort hat Weiß letztlich nicht die Umgruppierung gestartet oder versucht, sondern er hat vielmehr gedacht, er kann seine eigenen Freibauern in Bewegung setzen, um so seine Chancen zu bekommen. Jetzt sehe ich gerade, kam noch ein Kommentar. Jetzt muss ich schauen, in welcher Stellung. Ah, hier C4. Okay. Das wäre durchaus auch noch eine spannende Idee, die sicherlich auch eine konkrete Betrachtung verdient. Einerseits kann man antizipieren, ob man mutig sein kann, aber das wird hier verfrüht sein mit Läufer A6 im Hinblick auf C5. Daher sollte man dann tatsächlich wahrscheinlich schlagen. Also die mutige Variante kann dann manchmal eine Idee sein, wenn hinterher zum Beispiel der Bauer auf D5 fallen würde oder man relativ schnell, so wie ganz zu Beginn schon gezeigt, man hier Gegenspiel mit E4 bekommt. Dann kann so eine mutige Spielweise, wo man dem Gegner die beiden Zentrumsbauern schenkt, beziehungsweise die beiden Freibauern, eine Idee sein. Hier bin ich im Moment noch ein bisschen skeptisch, wobei es auch taktische Möglichkeiten wie Dame F5 manchmal gibt. Mit Läufer schlägt E2 als Idee. Ansonsten wäre durchaus auch B schlägt C4 eine Möglichkeit. Aber was auf jeden Fall klar ist, hier bekommt Weiß zumindest optisch größeres Gegenspiel als in der Partie. Denn durch Springer schlägt C4 wird der Springer zumindest jetzt schon mal ein wenig lebendig. Da wäre sowas praktisch gesehen meistens die bessere Wahl. Besser zu früh C4 spielen, als gar nicht mehr dazu kommen. So einen ähnlichen Satz gibt es auch in der Bundesregierung, beziehungsweise in der Politik. Aber darauf gehe ich nicht näher drauf ein. Und vielleicht hat Schwarz ja auch manchmal die Idee, jetzt mit der Läufer A6 Gegenspiel zu bekommen, solange Weiß noch nicht optimal steht. Das heißt, Schwarz sollte nicht sofort, weil der Läufer hängt, aber später mit Läufer A6 zum EC8 auch versuchen, entlang der C-Linie Gegenspiel zu bekommen. Aber wie gesagt, C4 verdient dann nochmal eine konkretere Betrachtung. Das wird jetzt ein bisschen knapp in der Zeit. Aber das ist auf jeden Fall durchaus interessant. In der Partie geschah Turm C1. Und nun hat Schwarz eine Idee gewählt, die wir gerade eben auch schon gesehen haben. Er zog den Springer direkt nach C5, über D7 nach C5, um so auch den Läufer E4 bei Bedarf bekämpfen zu können. Jetzt kam auch Bauer C4. Warum hing der Läufer nach Springer schlägt C4? Wir hatten die Idee C4, BC4, Springer schlägt C4. Und rein theoretisch, wenn Schwarz Läufer A6 spielen würde, wäre der im Moment ungedeckt. Aber klar, wenn Weiß ihn nimmt, hängt auch die gegnerische Dame. Das heißt, spielbar ist das auf jeden Fall. Aber theoretisch ist der Läufer auf D6 ungedeckt. Da es in der Partie eine recht ähnliche Stellung kommt, würde ich mich erstmal darauf konzentrieren und dort dann zeigen, wie es auch weitergehen könnte oder was man als Maßnahme grundsätzlich haben kann. Aber wie gesagt, das ist durchaus eine interessante Stellung, gerade auch für alle, die Neidorf spielen. Kann das recht spannend sein. Müssen wir mal gucken, wo wir waren. A3, B3, Turm B8, jetzt Turm C1. Ging weiter mit Springer D7, C4, um C5 direkt zu blockieren, kam nun Springer C5. Und Weiß hat jetzt weiterhin optimistisch gespielt, aber
wie gesagt, im Nachhinein ist sofortiges Ziel hier wahrscheinlich genauer. Denn jetzt nach C schlägt B5 hat Schwarz ein leises, kleines Feuerwerk gestartet, um so seine eigenen Figuren zu aktivieren. Und das Grundprinzip wurde, wie gesagt, schon recht früh im Beispiel genannt. Das heißt, Sie bekommen jetzt auch für dieses Beispiel nochmal 1, 2 Minuten selber zum Nachdenken. Wahrscheinlich 1 Minute. Und danach geht es weiter. Dann gehe ich auf die Lösung näher drauf ein. Noch dieses Mal gilt, wenn Sie wollen, können Sie gerne Ihre Ideen auch im Chat nennen. Denn hier haben wir eine Art Wendepunkt, denn Weiß hat seine Grundidee mit C4, C2, C4 letztlich umgesetzt, denn er musste dort angreifen, wo er einen Bauern mehr hat, aber damit hat er sich auch geöffnet. Geöffnet vor allem auch die weiße Diagonale. Und damit Schwarz darum kämpfen kann, ist eine grundsätzliche Möglichkeit, dass man irgendwie versucht, die Verteidiger zu bekämpfen. Abtausch ist eine Möglichkeit. Eine andere grundprinzipielle Idee wären Gegenangriffe. Und eine dritte Möglichkeit, die man auch gerne mal machen kann, gibt es noch ein paar andere wie Unterbrechung und Ähnlichem, wären Ablenkungen. Bei sofortigem Springer E4, Springer E4, hat Weiß noch die Blockade relativ sicher. Die ist noch relativ stabil. Auch weil die weißen Figuren noch harmonisch stehen. Und diese Harmonie sollte man dann in solchen Fällen möglichst stören. Und deshalb ist ja tatsächlich F3, der jetzt auch noch kurz genannt wurde, die energische Erwiderung. Denn damit wird die weiße Harmonie der Figuren ein wenig gestört und dann kann man versuchen, leichter die Diagonalen zu öffnen. Wenn er partiert, weißen Bauern ist einfach geschlagen. Wenn er zum Beispiel Dame C4 macht, als Variante, dann könnte man tatsächlich auch abtauschen. Und im Unterschied zu der anderen Variante, wo die Dame auf einer geschlossenen Linie stand, ist sie jetzt auf der C-Linie eher mal gefährdet. Und dadurch bekommt Schwarz ja nochmal deutlich größeres Gegenspiel, nochmal weit mehr Chancen, irgendwann von der Festung auf der langen Diagonale B1, H7 zu profitieren. Heute sind die Beispiele tatsächlich ein bisschen anspruchsvoller als beim letzten Mal. Wenn die so zu anspruchsvoll sind, kann ich das auch gerne beim nächsten Mal wieder ein bisschen reduzieren. Bauer F3. In der Partie kam Dame schlägt F3. Dame schlägt F3. Und was jetzt sehr offensichtlich wird, Weiß kann die Diagonale nicht halten. Das konnte man relativ schnell erkennen. Auch wenn Weiß mit dem Springer nimmt, gibt es ja natürlich trotzdem Probleme. Und nach Dame schlägt F3, Dame schlägt F3
Läufer schlägt F3. Kann Schwarz jetzt auch direkt mit Läufer F5 Schach seine Figuren aktivieren. Dass der Springer die ganze Zeit hängt, ist nicht ganz so wichtig, denn immer wieder war die Dame von Weiß bedroht. Dadurch hat Schwarz eben auch die Zeit bekommen, diesen Angriff einfach zu ignorieren. Nimmt, nimmt, nimmt. Läufer F5. Schach, König A1. Und anschließend konnte Schwarz mit E4 auch die nächste Diagonale noch öffnen. Dabei ist klar, wenn Weiß den Springer schlägt, kommt Schwarz dem Anziehenden zuvor. Das heißt, hier bekommt Weiß auch mächtige Probleme, auch materieller Art. Deshalb kam in der Partie direkt Läufer D4 Schach, König G8, Läufer D2 und nun wurden die schwarzen Figuren immer aktiver und aktiver. Beginnt durch Springer D3, der Bauer H2 kann jetzt fallen. Läufer F4 ist immer wieder eine Drohung. Die könnten auch mal fallen. Das heißt, jetzt bekommt Weiß immer größere Probleme. Deshalb war die Partie auch relativ bald entschieden. Es kam noch Turm C6. Läufer schlägt H2, wie angedeutet. Jetzt hat Schwarz einen zweiten Freibauern. Turm F1 und nach Springer B4 musste Weiß jetzt auch mit weiteren Gabelgeschichten immer wieder rechnen. Und hier würde ich tatsächlich jetzt die Partie erstmal abbrechen, auch wenn es nicht mehr so lange dauert, und dafür vielmehr den Fokus auf die letzte Partie noch richten. Und davor möchte ich nochmal erneut auch die Partie oder zumindest die wesentlichen Kernthemen zusammenfassen. Das heißt, ich gehe wieder zum Anfang zurück. Was hier wichtig war zu Beginn, Schwarz hat seine eigenen Stärken erkannt. Er hat erkannt, dass er schwarzfelderisch besser aufgestellt ist und damit darüber auch durchaus angreifen kann, wenn er es schafft, da irgendwie Felderschwächen zu provozieren. Andererseits für Weiß war auch relativ eindeutig, er versucht entweder auf Basis der Blockade der Bauern aktiv zu werden. Oder ansonsten muss er seinen D-Bauern unterstützen und das geschieht meistens, indem er auch den C-Bauern nach vorne bewegt. Denn anders kann der Anziehende am Königsflügel keine Linie öffnen. Außer natürlich, er opfert die eine oder andere Figur, aber auch dafür müssen die Figuren besser positioniert werden. Und deshalb war dann die schwarze Strategie, sich schwarzfelderisch hinzustellen und anschließend mittels A5, A4, A3 Schwächen zu provozieren. Und diese konnte Schwarz dann, wie gesehen, durch Linien oder durch Öffnungen von Diagonalen auch ausnutzen. Das soweit zu dieser Partie. Dann würde ich jetzt zur nächsten Partie übergehen. Und zur letzten für heute Abend. Auch die stammt aus der Nidorf-Variante der sizilianischen Verteidigung. Das war jetzt in diesem Fall eine etwas seltenere Variante. Und hier muss das Schwarz erneut überlegen, wie er sein Gegenspiel bekommen wird, was er machen möchte. Und da hat er jetzt erst einmal, was ja allgemein bekannt ist, die halboffene C-Linie wird eine Rolle spielen. Weiß will meistens am Königsflügel angreifen. Deshalb kommt hier in vielen Fällen einfach direkt B5, B4. Aber man muss auch ein bisschen auf den eigenen König achten. Aber Schwarz hat noch ein anderes klassisches Motiv gewählt. Er zog einfach seinen Läufer zurück nach E6. Um so perspektivisch die C-Linie noch leichter nutzen zu können. Nach Läufer E6 kam jetzt von Weiß, da er am Königsflügel angreifen will, G4. Und nun kam das hatten wir jetzt schon heute ein paar Mal angesprochen, das Thema, das klassische Qualitätsopfer auf C3.
Wobei hier noch nicht auf den ersten Blick noch nicht ganz offensichtlich ist, was Schwarz genau darauf hat, außer dass die Bauern verdoppelt sind. Denn meistens muss man da auch relativ schnell auch Gegenspiel bekommen. Denn sonst kann Weiß einerseits seine Figuren aktivieren, Figuren abtauschen und dann letzten Endes von der Merkqualität profitieren. Deshalb war es jetzt notwendig, relativ präzise vorzugehen. Erstmal hat er ganz klassisch die Dame nach C7 gestellt, den Bauern C3 schon mal ein bisschen beäugt. Und der König ging auch von der tendenziell gefährlichen C-Linie schon mal nach B1 zurück. Denn Weiß war bereit, wenn Schwarz den nimmt, dann wollte er einmal den Springer vertreiben und dann meistens mit Turm D3 auch die Dame bekämpfen. Und was ja auch sehr wichtig ist, damit er seine Merkqualität irgendwann einsetzen kann, möchte er deshalb auch abtauschen und auch den potenziell gefährlichen Läufer irgendwann bekämpfen, indem er H4, Läufer H3 spielt. Und so kann er auch seinerseits auch im Königsflügel Gegenspiel bekommen. Das heißt, insgesamt muss Schwarz dann hier durchaus aufpassen. Zwischendurch hätte Schwarz jetzt noch eine gute Option gehabt, aber die bedarf einer tieferen Analyse, deshalb verzichte ich aus Zeitgründen darauf. Vielmehr geht es jetzt zurück zur Partie. Das ist jetzt einer der letzten Momente, wo Sie jetzt auch nochmal nachdenken können, wie Schwarz versucht hat, einerseits sein Gegenspiel irgendwann zu starten am Damenflügel. Andererseits aber auch das weiße Gegenspiel am Königsflügel entschärft hat. Also wie die prophylaktische Maßnahme von Schwarz aussah. Denn die ist ja relativ anspruchsvoll und auch nicht ganz offensichtlich. Zumindest nach meinem Empfinden ist sie nicht ganz offensichtlich. Vielleicht ist sie für typische Knight-Off-Spiele auch wie das Lächeln eines Kindes. Kann auch gut sein. Um 21:20 Uhr werde ich die Lösung nennen. Bis dahin können Sie gerne mal Ihre Ideen in den Chat schreiben. Zumindest, wenn sich einer traut. So. Eine Nachricht kam per Direktnachricht. Die wirkt ein wenig Harakiri gleich. Da der König noch in der Mitte steht und da der Gegner eine Merkqualität besitzt, ist es meistens eher wenig ratsam, die Stellung zu öffnen. Denn durch D5 bekommt Weiß neue Linien. Dann kann der Turm vielleicht auch mal über die E-Linie mitmachen. Der Freibau kann wirksam werden. Aber D5 sollte man dann machen, wenn man was Konkretes sieht. Ich nehme mal an, dass es ist, dass nach D5 E4 die Idee gewesen sein könnte. Vermute ich mal. Allerdings kann nach dem Damentausch das schwarze Gegenspiel bald erloschen sein. Deshalb D5 sollte man dann mit dem König in der Mitte machen, wenn man irgendwas Greifbares hat.
Ah, und dann Läufer D6, das kann durchaus noch eine Idee sein. Das heißt, nach Dame F4 durchaus Läufer D6, Dame G3. Der Läufer hängt, der Bauer hängt. Sprung A5 geht noch. Allerdings kann die Dame vielleicht mal überlastet werden. Das wäre dann jetzt wieder mal eine kleine Rechenaufgabe, für wen das letzten Endes besser ausgeht. Müsste man nochmal genauer prüfen. Vom Gefühl her kann es durchaus schief gehen für Schwarz. Aber darüber nachdenken sollte man definitiv. Und beginnend durch das Qualitätsopfer hat Schwarz erstmal generell radikal Schwächen geschaffen, denn die Bauernstruktur ist einfach ein bisschen schwächer geworden. Aber jetzt geht es auch darum, prophylaktisch das gegnerische Gegenspiel, das heißt die eigenen Schwächen, zu reduzieren. Und dafür kann man tatsächlich einfach mit H5 die Schließung der Stellung anstreben. Denn wenn Weiß abtauscht, hat Weiß nur die halboffene G-Linie und die kann man mit G6 meistens relativ sicher blockieren. Kann man sich dennoch mal genauer anschauen. In der Partie hat Weiß G5 gespielt, so wie wir es ähnlich auch in der Partie zuvor gesehen haben. Mit dem Effekt, dass nach Springer D7 erstmal die G-Linie auch zu ist. Das heißt, jetzt muss Weiß noch mehr schauen, wie kann er überhaupt was öffnen. Weiß hatte sich hier noch keine allzu großen Sorgen gemacht, denn er dachte sich, er hat jederzeit G6, jederzeit F4 und damit bekommt er Linien, Diagonalen. Das heißt, da muss er sich keine so großen Sorgen machen. Dame D3. Und jetzt hat Schwarz einfach auf die weißen Felder gesetzt und sofort Sprung hat C4 gespielt, solange noch die Zeit dafür bestand. Denn wenn Weiß wirklich zu F4, F5 kommt, müsste man sich mit dem Läufer Gedanken machen. Deshalb kam direkt Springer C4, Läufer schlägt C4 und Dame schlägt C4. Und da die Dame jetzt aktiv steht, ist auch F4 soweit entschärft, denn zwar steht der König noch in der Mitte, aber wir brauchen nur noch zwei Züge. Das heißt, da kann man durchaus auch mal einen Bauern mitnehmen. Müsste man aber auch nochmal konkreter prüfen. Hier wollte ich nur nochmal allgemein zu der generellen Vorgehensweise von Schwarz näher drauf eingehen. Denn nach Dame G2 hat Schwarz mit G6 die Stellung endgültig geschlossen. Im Umkehrschluss dazu, vielleicht war G6 aus Sicht von Weiß einer der letzten Chancen noch mal irgendwie Gegenspiel zu bekommen, wo Schwarz auch verschiedene interessante Ideen hätte. Einerseits kann er sich sagen, dass das Spiel von Weiß am Königsflügel ist nicht so stark. Das heißt, da Weiß kaum Figuren am Damenflügel hat, konzentriert sich Schwarz auf den Damenflügel. Wäre ein Kandidat, um irgendwann den Druck, ups, falsch gezeichnet, gegen A2 zu verstärken, indem der Sprung abgelenkt wird. Man kann natürlich auch ganz schlicht über F6 nachdenken. Macht alle Linien dicht, dann kommt Weiß auch hier nicht ohne weiteres mehr durch. Wäre auch eine interessante Herangehensweise. Oder man bleibt auch hier einfach gierig und nimmt sich den Bauern weg. Das ist auch durchaus eine Option. Denn die weißen Felder besitzt Schwarz, da Weiß Felder und Läufer nicht mehr hat. Und gerade mit dem Läuferpaar sind Qualitätsopfer auch sehr gängig. Um dadurch noch mehr oder noch leichter gegen die Schwächen spielen zu können. Nun gut, zurück zur Partie. Weiß hat auf G6 verzichtet. Er dachte, es ist noch alles okay. Er zog Dame G2. Dann kam Bauer G6. Denn er wollte den Bauern einfach decken. Und jetzt kam Bauer F4. Und ich hätte sich Schwarz gesagt, er muss noch nicht abtauschen, es droht noch nicht so viel. Er kann einfach Läufer E7 spielen, den König bald in Sicherheit bringen.
Und weil es muss er erstmal noch zeigen, was er tatsächlich hat. Dazu auch hier noch die Anmerkung, wenn Weiß tatsächlich die Stellung komplett öffnet, stößt das in der Regel auf taktische Probleme, denn der Bauer FC2 ist nicht gut geschützt, nur vom König, daher ist er meistens sehr anfällig. Und wiederum der Läufer ist einfach ungedeckt und damit auch ein taktischer Faktor, der auch mal bedroht werden kann. Daher hat Weiß die Stellung nicht radikal geöffnet, sondern sich jetzt um eine Verteidigung bemüht mit Läufer C1. Dann kam etwas vorsichtiger Dame C7, damit die Bauern auch gedeckt bleiben. Und damit ein paar Leichtfiguren auch mal nach C4 können. Dame C7, Dame G3. E schickt F4, damit Weiß keine Linie mehr öffnen kann. Läufer schickt F4 und jetzt kam Springer E5, sodass der Druck gegen D6, nicht durch Turm schickt D6, abgeblockt ist. Das war letztlich einer der Nebenideen von Dame C7. Die Dame räumt nicht nur das Feld auf C4, sondern dann sie erhöht die Kontrolle über E5. Dann kam Springer D4. Also versucht Weiß noch in irgendeiner Form aktiv zu werden. Der Läufer E6 ist meistens sehr wichtig, deshalb behält Schwarz den Läufer. Läufer C4, wir sind auch gleich am Ende. Läufer E3. Die kurze Rochade, der König steht jetzt komplett sicher. Da passiert praktisch nichts mehr, denn analog zur Partie vorhin, H- und G-Linie sind zu und dort haben wir einen weißfeldrigen Bauern, der ist komplett durch den Läufer sicher geschützt. Daher ist alles safe beim Schwarzen. Und beim Weißen haben wir es geschafft, mittels Qualitätsopfer die Stellung aufzureißen, eine Änderung der Bauernstruktur herbeizuführen. Jetzt geht es nur noch darum, die Figuren richtig zu stellen, zum Königsflügel hin, Entschuldigung, zum Damenflügel hin, um anschließend dort per Bauerndurchbruch dann weitere Linien klassisch zu öffnen. Das war das, was jetzt auch im Wesentlichen nach und nach geschah. Kurze Rochade, Bauer H4, was ja auch klassisch ist. Der Läufer E7 macht momentan wenig, hat zwar eine Deckungsaufgabe, aber der möchte wesentlich lieber auf der langen Diagonale stehen. Daher kam Turm C8. Springer B3, Läufer F8, Läufer D4 und Läufer G7. Jetzt spielt auch der Läufer sofort mit. Und jetzt, wo die meisten Figuren von Schwarz optimiert sind, kann der Vormarsch der Bauern gestartet werden. Und bei Weiß wiederum sieht man jetzt relativ eindeutig, dass er wenig Ideen hat. Das erkennt man dadurch, dass er jetzt anfängt, hin und her zu ziehen. Springer D2, Dame A5, Springer B3, Dame A4, König A1 und dann lief Schwarz einfach voran. A5, Dame E3, B5. Kann auch ein, zwei Züge noch zeigen. Dame C1, B4. Und damit wollte Schwarz jetzt auch letztlich die nächste Diagonale auch öffnen. Nach ungefähr 20 weiteren Zügen gab Weiß dann später auch auf. Hat noch ein bisschen gedauert. Aber da die Zeit sich dem Ende neigt, hoffe ich, dass dies halbwegs deutlich wurde, welche Strategie Schwarz in dem Fall gewählt hat. Ich fasse auch die nochmal zusammen zum Abschluss. Bedingt dadurch, dass der weiße König sich frühzeitig entschloss, zum Damenflügel zu rochieren, wollte Schwarz mit dem typischen Qualitätsopfer die Struktur schon mal schwächen. Das heißt, mittels Opfer als Methode hat er eine Schwächung herbeigeführt auf der halboffenen Linie, dort, wo man meistens angreift. Und wiederum beim gegnerischen Gegenspiel hat er mittels H5 angestrebt, dass Weiß möglichst wenig Gegenspiel bekommt, indem die Struktur wieder verbarrikadiert wird. Oder er bekommt relativ sichere Bauern mit G6,
damit dort auch nicht allzu viel geschehen kann. Nachdem der Gegner dann am Königsflügel kaum Gegenspiel bekam, das heißt in der Variante Dame G2, das ist wieder nicht die Hauptpartie, sondern nachdem er hier kaum Gegenspiel bekam, konnte Schwarz dann nach und nach am Damenflügel die Bauern aufrollen und damit später im Angriff die Partie gewinnen. Ich hoffe, Ihnen hat die kleine Einführung dahingehend gefallen. Ich werde jetzt auch das Stummschalten wieder deaktivieren, beziehungsweise Sie können jetzt auch jederzeit Ihre Stummschaltung selbst aufheben. Ich hoffe, es klappt jetzt auch. Nächstes Mal, also in 2 Wochen, wird es ein anderes Thema geben. Das ersetze ich einmal kurz, beziehungsweise ich speichere es kurz ab. Beim nächsten Mal geht es um die Widderstruktur. Das heißt, nicht im Endspiel, aber ich baue es nun mal sinngemäß auf. Da wird es, also ein König braucht Schwarz auch noch, grundsätzlich um Ideen zu dieser Struktur gehen. Da die einigen meines Erachtens schwerfällt, könnte das durchaus eine Idee sein und für einige vielleicht auch lehrreich. Deshalb wird das dann in 2 Wochen das nächste Thema werden, die Bauernstrukturen. Danach werden wir eventuell nach und nach auch verschiedene andere Strukturen besprechen. Okay, dann hoffe ich, dass es Ihnen soweit gefallen hat. Die Aufnahme werde ich jetzt beenden. Wie gesagt, ich habe keinen Namen genannt. Und dann wünsche ich allen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Muss ich nur schauen, wie man die Aufnahme stoppt.